Die Niederlande sind geschockt. Auf den bekanntesten Polizeireporter des Landes wurden mehrere Schüsse abgegeben. Und das mitten im Herzen der Hauptstadt Amsterdam, und zwar vor einem TV-Studio. Ja, Peter de Vries hatte über einen spektakulären Fall in der organisierten Kriminalität berichtet. Zurzeit ist er ja auch die Vertrauensperson des Kronzeugen in einem großen Prozess. Drei Menschen, darunter auch der Schütze, wurden festgenommen. Das niederländische Königspaar und der Ministerpräsident zeigten sich entsetzt. Mark Rutte spricht von einem Anschlag auf die Demokratie. Bilder einer Überwachungskamera zeigen den niederländischen Journalisten Peter R. de Vries nur wenige Minuten vor dem Anschlag. Kurz darauf wird er niedergeschossen. Dieses Video soll ihn ebenfalls zeigen. Leblos liegt er am Boden. Eine Frau versucht, ihn anzusprechen. Mit einem Kopfschuss kommt der 64-jährige Kriminalreporter ins Krankenhaus, schwebt in Lebensgefahr. Ein Attentat, das die Niederländer bewegt. Ministerpräsident Mark Rutte spricht von einem schwarzen Tag und Anschlag auf die Freiheit. Und auch das niederländische Königshaus reagiert prompt, schreibt auf Twitter: Die Nachricht, dass der Journalist Peter R. de Vries niedergeschossen wurde, hat uns tief erschüttert. Er und alle, die ihm nahestehen, sind in unseren Gedanken. Gegen 19.30 Uhr wird de Vries niedergeschossen, nahe eines TV-Studios im Zentrum von Amsterdam. Der 64-Jährige ist der führende Kriminalreporter der Niederlande, tritt immer wieder im Fernsehen, aber auch als Zeuge bei Gerichtsprozessen auf. Zurzeit ist er die Vertrauensperson des Kronzeugen in einem großen Prozess gegen das organisierte Verbrechen. Bereits 2019 war der Anwalt des Kronzeugen erschossen worden. Noch ist das Motiv für die Tat unklar. Drei Verdächtige wurden bereits festgenommen.